Aktuell steht Konohamaru Sarutobi vor einem mächtigen Kampf im Boruto-Manga. Man fragt sich hier natürlich, wie stark ist denn wirklich Konohamaru? Deswegen habe ich mich dazu begeben, sehr, sehr viel über ihn rauszusuchen und mir ist wirklich aufgefallen, dass er verdammt nochmal stark sein könnte, sogar viel, viel stärker, als man denken mag. Und dies und mehr gehen wir heute auf die Spur. So, Freunde, heute geht es um Konohamaru, denn ich finde, er ist ein sehr, sehr interessanter Charakter und ich muss wirklich zugeben, in dem Zeitraum, wo ich das ganze Video vorbereitet habe, kam es bei mir so, dass ich Konohamaru viel, viel besser fand. Also er ist wirklich ein Charakter mit immensem Potenzial und wenn man wirklich mal hinter die Fassade schaut, könnte man wirklich sagen, dass er noch eine ganz, ganz große Rolle in der Boruto-Story übernehmen könnte. Aber fangen wir ganz zu Anfang an und zwar, um herauszufinden, wie stark ein Charakter ist, müssen wir natürlich zurück zu seinen Wurzeln und da Konohamaru nicht so alt ist, ist das ein bisschen schwer, aber seine Wurzeln liegen natürlich in seiner Vergangenheit und diese Vergangenheit ist natürlich mit seinen Vorfahren verbunden, wie den dritten Hokagen Hiruzen Sarutobi und um den geht es erstmal zu Anfang. Und zwar, Hiruzen hat immense, wirklich immense Chakra-Reserven gehabt. Das hat man nicht genau im Kampf gegen Orochimaru gesehen, weil er da schon ein bisschen älter war. Das war ja die große Schwäche, die er hatte. Aber er übertraf selbst im jungen Alter den zweiten Hokage. Das wurde in dem Databook gesagt und das ist wirklich eine sehr, sehr kräftige Aussage. Er hat alle Naturkräfte drauf gehabt und man bezeichnete ihn als den Professor und den Gott der Shinobi. Seine Stärke lag auch besonders in der Forschung. Dadurch hat er nämlich eine unglaubliche Palette von Jutsus aufgebaut und er weiß wirklich verdammt nochmal viel. Und genau dieser Aspekt war einer der größten Stärken des dritten Hokage, dass er auf der einen Seite sehr, sehr viele Techniken drauf hatte, aber auf der anderen Seite sehr, sehr viele Techniken kontern konnte. Zum Beispiel bei Obito war es so, dass er diese Technik des Ryubi Jinjuriki nicht kannte. Er kannte die Kräfte der sechs Pfade nicht, aber er konnte sie kontern, weil er sie ganz, ganz schnell herausgefunden hat, was sie für Limitierungen haben. Und genau das war die Stärke des dritten Hokage. Und das könnte ein kleines Problem darstellen, weil Konohamaru ist nicht diese Art von Kämpfer, der wirklich viel nachforscht, der wirklich viel rausfindet. Deswegen kann das nochmal wichtig werden, aber dazu werden wir nochmal später eingehen. Auf jeden Fall ist Konohamaru recht jung, deswegen kann er noch viel dazukommen. So, Hiruzen, wie gesagt, war sehr stark, aber er hat gegen Orochimaru dann im Endeffekt verloren, weil es A, seine Schüler war und das ein schwerer Kampf war und weil B, er einfach viel zu alt war und deswegen war es bei ihm so, dass er einfach nicht so eine krasse Ausdauer hatte, was in einem Ninja-Kampf, in einem Shinobi-Kampf sehr wichtig ist, wenn dieser Kampf sehr, sehr ausgeprägt ist und sehr, sehr lange geht, was dieser Kampf nun mal war. Deswegen hatte hier der dritte Hokage ein paar Nachteile im Kampf. So, da ich meine Argumentation zu Konohamarus Stärke damit betitel oder damit anfange, dass Konohamaru immenses Potenzial hat aufgrund dessen, weil er der Enkel ist vom dritten Hokage, werden natürlich viele sagen, hey, Azuma ist doch der Sohn vom dritten Hokage, wieso war er nicht so stark oder wieso hat er nicht so besonders herausgestochen? Und das Ding ist hier, dass Azuma nicht schwach ist, auf gar keinen Fall. Wir haben alle gesehen, dass er auf jeden Fall viel drauf hat, aber Azuma kann man nicht wirklich vergleichen mit einem dritten Hokage in seiner Primetime oder auch im alten Zustand, muss man hier sagen. Aber bei Azuma ist es so, Azuma ist ein wenig mehr wie Shikamaru. Er macht nur das Nötigste und nicht mehr. Er möchte nicht so stark werden, er hat nicht diese Ambitionen, so viel zu trainieren. Er tut, wie gesagt, nur das Nötigste. Das zeigt auch ein bisschen das mit Kurane, dass er wirklich früh schon im Prinzip sich zur Ruhe setzen wollte. Klar, bei Naruto und Co. war es so, dass sie alle zur gleichen Zeit gefühlt geheiratet haben, aber das war auch eine andere Art von Generation. Bei der Kakashi-Generation, also mit Kakashi, mit Azuma, mit Gai, war es ein bisschen so, dass viele nicht so jung geheiratet haben. Also von dem, was wir sehen. Das ist sowieso nur ein Minimalpunkt, aber bei Azuma ist einfach so, er wollte das Leben genießen auf seine Art und Weise. Für ihn war es nicht wichtig, so viel zu trainieren. Doch Konohamaru ist dem dritten Hokage verdammt nochmal ähnlich. Seht euch mal die Bilder an von der Jugend der dritten Generation und Konohamaru aktuell. Das ist wirklich komplett identisch und er ist auch derjenige, der ihn beerben wird. Wir haben zum Beispiel das Ganze so, dass es passen würde, dass Konohamaru den dritten Hokage beerben wird oder eher gesagt eine Mischung vom dritten Hokage und Naruto beerben wird. Dazu kommen wir auch nochmal gleich. Und bei Azuma ist es so, dass seine Tochter ihn beerben wird, weil das ein bisschen mehr passt, obwohl ich denke, dass seine Tochter Mirai Sarutobi viel, viel mehr Potenzial hat. Vielleicht könnte sie sogar den dritten Hokage beerben, aber das wird dann vielleicht irgendwann mal ein anderes Video sein. So, auch die Shuriken-Technik vom dritten Hokage hat Konohamaru drauf. Das haben wir in einer Art Filler-Folge gesehen, aber ich denke schon, dass das zählen würde oder dass es einfach nachvollziehbar wäre, dass Konohamaru diese Technik drauf hat. Und sein Hauptziel war es ja auch, ihn zu übertreffen. Wir sehen hier, da er ihn schon übertreffen wollte, dass er im jungen Alter Ambitionen hatte, diese Ambitionen stärker zu werden, was eben sein Onkel Azuma nicht hatte. Ja, also Konohamaru ist ganz, ganz anders aufgewachsen, ähnlich wie halt Naruto. Also könnte es dazu kommen, dass er ihn übertreffen möchte, ähnlich wie zum Beispiel damals Hiruzen Sarutobi sein Ziel übertroffen hat, nämlich den zweiten Hokage. Ein Hauptaspekt, auf den ich mich ebenfalls stütze, ist auch die Observation, denn man muss hier stark umdenken. Naruto, Sasuke, Sakura und viele mehr sind Charaktere, wo man die Entwicklung aktiv mitverfolgt hat. Bei Konohamaru hat man hingegen hier und da mal was gesehen. Nicht viel, aber hier und da mal hat man etwas gesehen und genau das ist der springende Punkt. Die wichtigen Jahre von
Sukuna Mato vom Teenager-Dasein zum langsamen Erwachsenwerden haben wir nicht wirklich mitgesehen. Und zugegeben, wir haben die Jahre davor auch nicht wirklich miterlebt, deswegen ist es auch nochmal schwer hier einzuordnen. Und wir kennen ihn nur so richtig aus dem Alter von Naruto, aus dem ersten Abschnitt von Naruto, also wo er so 12 bis 13 Jahre war, als Genin. So kennen wir den Konoha Mato. Von diesem Konoha Mato haben wir am meisten gesehen. Und es war natürlich klar, dass Naruto wirklich stark war, als er klein war und wirklich große Sprünge gemacht hat. Aber bei Naruto war es so, dass er diese wirklich richtig großen Sprünge gemacht hat nach dem Training mit Jiraiya und dann auch wirklich über die Serie hinweg. Also sehen wir, dass Naruto vom Teenager-Dasein bis zum Erwachsenwerden die größten Sprünge gemacht hat, die größten Charakterentwicklungen gemacht hat. Und genau diesen Abschnitt haben wir bei Konoha Mato nicht gesehen, da wir direkt zum Jonen-Dasein gesprungen sind. Konoha Mato ist aber wieder ein Thema oder ein Charakter, der wieder wichtig geworden ist. Und so kann man die Jahre des Trainings, was wir nicht gesehen haben, so ähnlich verpacken wie mit Kakashi. Denn Kakashi ist ebenfalls ein sehr wichtiger Charakter in der Story gewesen und den Großteil seiner Vergangenheit haben wir dann später erfahren in der Story. Und genau so eine Art Charakter könnte Konoha Mato dann werden. Gehen wir aber wieder ein bisschen mehr zurück zu den Fakten. Und zwar, Konoha Mato hat in Naruto Next Generations gezeigt, dass er das Jutsu des vertrauten Geistes drauf hat und so beschwörte er Gamagoro. Und das ist viel wichtiger, wenn man sich näher damit beschäftigt. Da Konoha Mato ihn beschworen hat, wissen wir, dass er mit den Kröten einen Vertrag eingegangen ist. Und es ist nicht wirklich abwegig, dass er, und jetzt passt auf, das Senjutsu drauf hat. Was sich erstmal total abwegig anhört, macht eigentlich Sinn. Von den Fakten passt es auch sehr, sehr gut dazu, denn fast jeder Charakter, der wichtig ist und eine Froschbeschwörung gemacht hat, hatte auch das Senjutsu drauf. Wir hatten Naruto, wir hatten Minato und wir hatten Jiraiya. Und dass Konoha Mato Gamagoro beschworen hat, heißt nicht, dass er das Senjutsu drauf hat, aber es ist ein großer Hinweis darauf. Vom Charakter her macht es Sinn. Konoha Mato tat sich schon jede Menge Mühe, Naruto nachzueifern, indem er das Rasengan lernte. Auch das Odama Rasengan hat er drauf, was er zeigte in der Folge mit Boruto. Aber das war Folge 4 oder so, aber da zeigt er auf jeden Fall das Odama Rasengan. Und das zeigt, dass er durchaus an sich weitergearbeitet hat, in Narutos Fußstapfen einzutreten. Denn sein Traum, Hokage zu werden, ist auch immer noch aktiv. Aber denkt mal drüber nach. Naruto tat das Gleiche, was sein Großvater getan hat, also der Großvater von Konoha Mato. Er beschützte das Dorf mit allem, was er hat. Und für den Charakter von Konoha Mato wäre es eine logische Schlussfolgerung, wenn er sich ebenfalls zum Berg aufmachen würde, um dort von Fukazuka Senjutsu zu lernen. Klar, es würde nicht einfach sein, aber mit den Schattendoppelgängern, die er drauf hat, und durch der vermutlich immensen Chakra-Reserve, die Hiruzen Sarutobi auch hat, wäre es auf jeden Fall nicht unmöglich. Und wie gesagt, da Naruto das Dorf so gerettet hat, denke ich schon, dass es bei Konoha Matos Charakter Sinn machen würde, dass er sich sagen würde, okay, ich brauche diese Technik auch, um das Dorf zu beschützen, um stärker zu werden. Und ich glaube wirklich, dass Konoha Mato so einen Schritt gehen würde und dass es zeitlich gesehen auch ziemlich gut passen würde. Er könnte vielleicht länger brauchen als Naruto, aber ich denke, er würde es relativ schnell drauf haben, genauso wie mit dem Rasengan. Das hat er auch relativ schnell gelernt, auch wenn es nicht so kraftvoll war wie das von Naruto. Denke ich schon, dass Konoha Mato auf jeden Fall Talent besitzt, was man nicht im ersten Moment sieht. So, also dazu kommt noch ein weiterer Faktor, der perfekt ins Schema reinpasst. Die Folge, wo Konoha Mato einen vertrauten Geist beschwört, könnte man auch als eine Art Foreshadowing auf etwas viel, viel Größeres betrachten. Das Stichwort hier ist Enma, ja? Enma war der vertraute Geist der dritten Generation und er war einer der coolsten und stärksten vertrauten Geister überhaupt. Also ich als Kind fand ihn ziemlich, ziemlich krass und er ist auch wirklich ziemlich, ziemlich krass. Und zwar, Enma ist auch schon ziemlich alt, deswegen denke ich, wenn der nochmal wichtig sein sollte, dann wird es eine Art Sohn von ihm sein. Passt ja auch zu dem Schema, denn wir haben gesehen, dass Hiraya und Minato Gamma Bunta hatten und Naruto hatte dann später Gamma Kishi, seinen eigenen vertrauten Geist, der mit ihm aufgewachsen ist. Und auch hier könnte es sein, dass eben der dritte Hokage Enma hatte und so könnte Konoha Mato etwas ähnliches bekommen, wie zum Beispiel einen Sohn von Enma oder einen Nachfahren. Und ich muss wirklich sagen, das wäre eine Art von Kombination von Konoha Mato, dass er sowohl so wird wie Naruto mit dem Rasengan, mit dem Senjutsu, mit dem Naturchakra halt. Und auf der anderen Seite wird er auch so wie Hiruzen mit dem Willen des Feuer, mit den Feuertechniken, die er auch schon gezeigt hat, mit dem vertrauten Geist Enma, also den Sohn oder so. Und auch mit dem, dass er eben diese Shuriken-Techniken drauf hat und dass er eventuell viel nachforscht, weil das auch nochmal wichtig sein könnte. Aber erstmal zu dem, dass man wirklich sagen muss, dass über Konoha Mato oft gelacht wird oder er wird als Charakter belächelt. Ja, er ist nicht so ein Jonin wie Kakashi. Damals hat man Naruto geguckt und man hat gesagt, wow, Kakashi ist echt unglaublich stark. Und bei Boruto ist es so, dass viele Leute wahrscheinlich schauen und dann sagen, okay, Konoha Mato wird nicht so krass sein, weil wir die ganze Serie gesehen haben. Aber ich finde, er hat ein wirklich sehr, sehr starkes Potenzial, gerade mit diesem Potenzial Jutsu, die er auspacken könnte. Und wir sehen, in dem vierten Band von Boruto, der momentan noch nicht in Deutschland erschienen ist, wurde uns enthüllt, dass ein Teamkamerad von Konoha Mato, nämlich Moegi, tatsächlich das Holzversteck anwenden kann. Und das ist ziemlich, ziemlich krass. Wir wissen nicht, warum sie es anwenden kann, ob sie Zellen hat von Hashirama oder ob sie wirklich eine Verwandte ist von Hashirama. Auf jeden Fall wissen wir, dass sie das Holzversteck drauf hat. Und da sie das Holzversteck drauf hat, ist es einfach eine logische Schlussfolgerung, dass sie sehr, sehr stark sein wird. Und das heißt für mich, dass das auch Konoha Mato indirekt pusht, denn das Ding ist hier, dass ich nicht glaube, dass Konoha Mato schwächer ist als sie. Deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall Konoha Matos Stärke pushen kann und auch die Werte vom Guide
Facebook sind ziemlich, ziemlich gut, obwohl diese Werte natürlich immer ein bisschen seltsam sind. Ich werde es hier einblenden, aber ja, ich würde sagen, dass das hier an dieser Stelle nochmal sehr, sehr wichtig sein kann. Und meine Idee oder die Idee für Konohamaru wäre auch hier an dieser Stelle, dass man das vielleicht so machen könnte, dass er das von Naruto und von Hiruzen kombiniert. Und zwar könnte er das Rasengan als Basis benutzen, aber ein bisschen Hiruzen-Style mit reinpacken. Und zwar, Hiruzen war ja dafür bekannt, dass er wirklich alle Elemente drauf hat. Und zurzeit wissen wir, dass Konohamaru sie nicht alle drauf hat, aber die könnte er noch lernen. Und das wäre die Idee, dass er sein Rasengan mit den verschiedenen Elementen wie halt Feuer und Erde kombiniert und so neue Art von Rasengans erschafft und so der Kämpferstil ein bisschen anpasst und noch verbessert. Das wäre hier so die Idee, dass er vielleicht so ziemlich, ziemlich krass sein könnte. Also Senjutsu und das wäre schon ziemlich, ziemlich krass, wie ich finde. Und wir sehen ja auch, dass er als Sensei-Rolle ausgewählt worden ist für Naruto. Und ich meine, hey, Konohamaru ist zwar ein langjähriger Freund von Naruto gewesen und sein Rivale, aber ich denke, Naruto kann mit am besten die Stärke von Konohamaru einschätzen. Und ich denke, es ist wichtig gewesen, wen man Boruto anvertrauen sollte, weil ein Team aus Boruto, Sarada und Mitsuki, es war einfach klar, dass dieses Team nach mehr strebt und dass dieses Team auf jeden Fall viel Talent besitzt. Also es ist ähnlich wie bei Naruto, der wollte ja auch mal gefährlichere Missionen haben, deswegen war es schon klar, dass man im Vorfeld einen starken Sensei auswählen sollte, wie zum Beispiel Kakashi, was perfekt gepasst hat. Und hier ist es so, dass man auch im Team von Boruto, Sarada und auch Mitsuki einen sehr starken Sensei braucht. Und klar, wir sehen aktuell, die Generation von Konohamaru scheint nicht so stark zu sein, aber trotzdem denke ich, dass Konohamaru der Sensei ist von Boruto, zeigt ebenfalls, dass er wirklich sehr, sehr stark ist und von Naruto auch anerkannt ist, dass er nicht einfach so ein Side-Character ist, sondern dass er viel, viel mehr ist und eventuell in Boruto Naruto Next Generation viel, viel mehr sein kann, von dem, dass er weiß ist, dass er seine Schüler berät, aber auch von dem, dass er seine Schüler beschützen kann, denn Boruto und Sarada weisen jetzt schon auf, dass sie unglaublich stark sind und Boruto wird auch Konohamaru irgendwann in der Story übertreffen, das ist einfach klar, aber dass Konohamaru viel, viel stärker ist im Vorfeld, ist auch klar und dass er seine wahre Stärke dann auch zeigen wird, ist auch nochmal hier die Sache. Wir haben zum Beispiel gesehen in der Folge 24, dass Konohamaru Sarada das Sharingan erklärt hat und er hat in dieser Folge die Basics des Sharingan erklärt, was eigentlich jeder wissen sollte, aber ich finde gerade die Art, wie er es erklärt hat und wie das Ganze rübergebracht hat, zeigt doch ein bisschen, dass Konohamaru schon ein bisschen seine Nachforschung anstellt und das würde wieder in diese Schublade reinpassen, dass er sich ein wenig so entwickelt wie Hiruzen, denn er war auch jemand, der sehr, sehr viel nachgeforscht hat und auch jemand, der sehr, sehr viele Techniken hatte und deswegen könnte man auch sagen, dass Konohamaru derjenige gewesen ist, den man ausgewählt hat, um das Ninja-Werkzeug zu testen, weil er eben jemand ist, der sehr, sehr viel weiß, der sich dieses Wissen antrainiert hat. Wie gesagt, diese Jahre von Konohamaru als Teenager bis zum jungen Erwachsenwerden haben wir nicht gesehen, deswegen könnte er in dieser Zeit eine unglaubliche Wandlung durchnehmen und gerade im Boruto-Manga sehen wir, in welche Richtung das Ganze gepusht wird, zu einem Kampf, der erste richtig große Kampf von einem Side-Character, wie damals in Naruto Shippuden mit Asuma und Shikamaru, ein sehr, sehr starker Arc. Und genau so eine Richtung könnte jetzt Boruto nehmen und ich denke nicht, dass man Konohamaru jetzt einfach abstimmen will, dass er sterben wird oder dass er nicht einen krassen Kampf haben wird. Und wenn wir den Kampf jetzt wirklich nicht sehen sollten, was auch eine Möglichkeit wäre, denke ich schon, dass Konohamaru auf jeden Fall unglaubliches Potenzial hat, für später wichtig zu werden. Gerade auch die Situation mit den Teams von Borutos Team haben wir nie wirklich so eine Mission gesehen, wie die auf Mission gegangen sind und irgendwas gemacht haben. Und solche Arcs werden wahrscheinlich noch kommen. Und genau in solchen Arcs kann man nochmal zeigen, wie Konohamaru scheinen kann, wie stark er ist. Und genau das fehlt ein Moment für Konohamaru, um dann richtig zu sehen, wie stark er wirklich ist. Also Freunde, ich denke, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, was noch nicht gezeigt worden ist und was dann bald abgerufen wird. Hoffe ich jedenfalls sehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr, was könnte Konohamaru noch darüber hinaus drauf haben und was denkt ihr, habe ich ein wenig übertrieben oder glaubt ihr schon, dass seine Stärke sich ungefähr in diese Schublade einreihen könnte, die ich hier vorgestellt habe mit den Jutsus und auch weitaus mehr. Damit bin ich raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf diesem Video hier freuen und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dahin, haut rein!